Hallo zur neuen Ausgabe Retro Snippets. Ja, dieses Mal geht es um das Schmidt TVG 2000, wie man hier auch schon gerade sieht. Eine Konsole der dritten Generation, wie hier auf dieser Box versprochen wird. Eigentlich gehört es doch eher zur zweiten Generation. Ja, diese Konsole gab es in zigtausend verschiedenen Ausführungen, angefangen mit dem Emerson Arcadia. Und 82 kam das Ding raus und jetzt gucken wir uns das mal an. Ja, und da sind wir wieder, und zwar mit einem Blick auf die Seiten der Verpackung. Auf der sieht man schon so ein paar Screenshots der Spiele. Und ja, es gibt viele Spiele, die so ähnlich irgendwie bekannt vorkommen, wie beispielsweise hier Breakaway. Das ist also sicherlich ein Breakout-Klon. Viele nicht lizenzierte, aber sehr ähnliche Spiele, wie sie auch in den Arcades vorkamen. Und ja, dann fangen wir auch gleich mal an zu spielen. Ja, Hobo, das ist ein wahrscheinlich so ein bisschen Frogger-ähnliches Spiel. Hier muss man also erstmal über eine sehr, sehr dicke Straße laufen mit einem Protagonisten, der Mario nicht ganz unähnlich sieht. Außer, dass er natürlich einen Hut auf hat und einen grünen Pyjama, aber ansonsten das Gesicht sieht dem guten Mario schon ein bisschen ähnlich. Ganz einfach ist das hier übrigens nicht, durch dieses Diagonale und so, also Frogger fand ich da so ein bisschen eingängiger. Das ist schon ganz schön hakelig zu steuern. Hier dann im zweiten Level, wo man vor Polizisten flüchtet und ab und zu auch mal gefangen wird. Ja, ein Blick in das Innere der Verpackung zeigt erstmal hier diese schöne Bedienungsanleitung, in der einige Zeichnungen alles ganz genau erklären und ganz viel Text natürlich auch. Aber gut, das schauen wir uns natürlich jetzt gleich nochmal im Detail an. Wer braucht schon eine Anleitung? So, das ist es nun also. Schmidt TVG 2000. Ja, wie gesagt, davon gab es ganz viele verschiedene Versionen. Selbst in Deutschland gab es mindestens zwei, nämlich mit dem Chibo Telefever. Was sogar auch ein bisschen anders aussah. Die anderen Versionen, Emerson Arcadia oder auch Honeymax HMG 2650, die sehen eigentlich eher so genauso aus wie das hier, unterscheiden sich nur in Details. Ja, hinten ein AV-Ausgang, ein Netzteileingang und dann noch solche Kopfhörerklinken-Eingänge hat man da. Oder Ausgänge. Ein paar Knöpfe direkt an der Konsole. Die obligatorischen Telefonkringelkabel dürfen natürlich auch nicht fehlen. Hier dann mal wieder ein Klon im Grunde. Das ist ja sozusagen Space Invaders, aber eben nicht lizenziert. Deswegen heißt es Alien Invaders. Genau, spielt sich auch ein bisschen anders. Nicht ganz so aufregend, ehrlich gesagt. Es hat so ein paar Designelemente, die man vielleicht doch noch besser hätte klonen sollen. Aber so im Grundsatz ist das ja hier Space Invaders. Ein sehr gravierender Unterschied ist zum Beispiel, dass man 5 Minuten Zeit hat und ja, dann ist einfach Schluss. Dann kommt also nicht die nächste Welle, wenn ich diese Welle hier abgeräumt habe, sondern dann nach 5 Minuten ist Schluss. Man räumt die erste Welle ab und dann bleibt nur noch auf die UFOs da oben zu schießen. Das also schon mal ein klein bisschen anders als im Original. Technisch gesehen ist das Ganze hier über dem Atari 2600 anzusiedeln und auch über dem Interton VC 4000, mit dem es übrigens die CPU gemein hat, einem Signetics-Chip aus den 70ern.
der so wahnsinnig viel offensichtlich nicht drauf hatte, aber immerhin zu diesem hier ja doch gereicht hat. Intellivision und ColecoVision waren dann allerdings schon ein bisschen besser als das hier. Ja, ich habe jetzt hier mal ein bisschen beschleunigt die Zeit. Das geht also gar nicht so schnell. Aber dass man einfach mal sieht, nach 5 Minuten, zack, ist hier Schluss. Geht nicht nochmal weiter mit einer zweiten oder dritten oder 27. Welle. Astro Invaders von Konami. Also das dann schon mal ein Dritthersteller, der hier was rausgebracht hat. Schon deutlich schneller und actionlastiger als dieses Alien Invaders, was wir da gerade gesehen haben. Gefiel mir so ganz gut. Konnte man ganz gut spielen. Hat schon so ein paar extra Gegner, die alle so ein paar Kniffe drauf haben. Das macht schon Spaß hier. Schwierig ist es nur, weil man diesen schlechten Fire-Button hat. Das Pad gucken wir uns ja gleich nochmal an. Also Button-Smashing ist hier eigentlich wirklich nicht so leicht möglich. Ja, hier dann so ein Spiel, was wohl so ähnlich ist wie Mastermind oder wie diese ganzen Spiele immer so heißen, dass man hier also auf welche Zahlen erraten muss. Cat Tracks ist ein Pac-Man-Klon sozusagen. Und hier kann man auch ganz gut sehen, das Gerät unterstützt 4 einfarbige Sprites. 1, 2, 3, 4. Ja, sind alle da, genau. Hier dann mal ein japanisches Spiel. Und es gibt eben auch ein paar japanische Franchises, die hierauf umgesetzt wurden. Wie der hier jetzt gerade heißt, ist mir gerade entfallen. Dann gibt es aber noch Macross und ist das hier dieser Doraemon oder wie das Ding heißt? Ja, also die gibt es eben auch. So, das sind 4 Spiele, die alle so ein bisschen ähnlich anfangen mit so einem Titelbild, wo dann so eine Grafik genau diesen Titelhelden einmal etwas detaillierter zeigen. Ganz witzige Sache eigentlich. So, also dann mal zu dem Pad, das nicht besonders super toll geworden ist. Es hat auch mal wieder diese unsäglichen Zahlen-Tastatur-Dinger da oben, dann so ein schlabberiges Drehrad, was man natürlich nicht drehen soll, was einfach nur ein 4-Wege- oder 8-Wege-Button ist, und dann diese beiden Feuerknöpfe, die beide gleich belegt sind, also für Links- und Rechtshänder geeignet. Die haben überhaupt keinen Druckpunkt, lassen sich sogar relativ schwer drücken und ja, also wie gesagt, Dauerfeuer ist hiermit eher schwierig. Hinzu kommt, dass man bei dem Tastenfeld da oben überhaupt kein Feedback hat. Man merkt eigentlich nicht, ob man da was gedrückt hat, ob man überhaupt auf der Taste ist. Man muss also, wenn man da die 5 treffen will, vom Bildschirm runter gucken und überhaupt die 5 erstmal zu suchen. Mit Tasten ist da nicht viel drin. Und dann gibt es im Gegensatz zum Intellivision Pad, an das das hier erinnert, immerhin so ein kleines Sticklein, was man da reindrehen kann. Was ich dann auch immer so gemacht habe, weil dann steuert es sich doch ein bisschen netter. Und ich glaube, es ist hier im Gegensatz zum Intellivision kein 32-Wege-Stick. Ja, hier dann der Modulslot, ein bisschen geschützt durch so eine kleine Federklappe hier. Ganz nett. Und dann hier einmal ein Spiel, das Hobo, was wir vorhin schon gesehen haben. Auf dem Cover sieht man auch eigentlich schon jedes Spielelement, was dann auch wirklich vorkommt, einmal verewigt. Nämlich die Straße, die Sanitäter, die einen abholen, wenn man überfahren wird, und die Räuber. Wahrscheinlich kommt dann noch ein dritter Level mit den Zügen. Naja, also ganz künstlerisch verewigt hier das Spiel. Innen drin an eine Riesenkassette. Es gab aber auch kleinere Kassetten, die ungefähr so die Hälfte vielleicht in der Höhe hatten. Mit einem sehr netten Aufkleber auch, der auch richtig rum aufgeklebt wurde. Im Gegensatz zum Atari 2600, ja. Auf der Rückseite dann nochmal eine Liste von Spielen, die es ansonsten noch so gab. Und viel mehr kam da auch gar nicht, denn 18 Monate nachdem die Konsole oder das System auf den Markt kam, verschwand es dann ja auch schon wieder. Es war also nicht besonders erfolgreich und natürlich kam dann auch der Videospiele-Crash 83, 84 dazu und hat diesem System den Garaus gemacht. Ja, hier sieht man dann nochmal einen kurzen Blick in die Anleitung. Schwarz-Weiß, in den Emerson-Originalen gab es die auch gerne mal in bunt. Naja.
aber immerhin auf Deutsch. Also das ist ja schon mal eine schicke Sache. Ja, hier dann ein Klinkenkabel auf Cinch. Das ist also ein richtiges AV-Kabel, also Composite. Schon eine ganz gute Bildqualität. Ja, das ist dann also auch ein Spiel, das so ein bisschen an Snake erinnert. Und hier dann eine von Sega, ein Spiel Jumpbug. Was sogar ganz witzig ist und ja, eine Menge Geschick erfordert. Verschiedene Bildschirme bietet. Das ist ja schon gar nicht so verkehrt. Überhaupt würde ich behaupten, dass wenn man also diese Konsole damals so als Kind als erste Konsole hatte und als einzige Konsole, dann hat die sicherlich eine Menge Spaß gemacht. Unbedingt meine Sammlung damit anfangen würde ich jetzt heutzutage nicht. Also im Großen und Ganzen braucht man die Konsole nicht, um super gut spielen zu können. Das ist eher so was Interessantes, was man sich mal besorgen kann, wenn man schon ansonsten alles hat. Schon alleine aufgrund der Vielfalt der Konsolen ist es natürlich allerdings für Sammler sicherlich ein interessantes System. So, hier haben wir dann Pleiades, oder wie man das auch immer spricht. Das ist ja der Nachfolger von Phoenix. Phoenix an sich, oder Phoenix, wurde hier als Space Vulture nur so ungefähr geklont sozusagen. Und der Nachfolger aber dann eben halt tatsächlich lizenziert von Tekkan, was ja dann hinter Tecmo war, umgesetzt. Dazu gibt es ja auch eine eigene Retro-Snippets-Folge. Die verlinke ich dann am Schluss dieser Folge auch nochmal, falls sich da jemand das Original mal angucken möchte, zusammen mit Phoenix. Ja, dieses Spiel hier sieht dann aus wie Berserk. Die Roboter sind ja von den Sprites her schon ziemlich ähnlich. Es gibt keinen Evil Otto, keine Sprachausgabe. Und es kann immer nur ein Roboter gleichzeitig laufen. Der färbt sich dann blau ein und der darf dann also laufen offensichtlich. Aber immerhin. Schlecht ist es ja nicht. Ja, einfach noch mal ein paar Eindrücke von verschiedenen Spielen. Und dieses hier habe ich nicht so ganz verstanden, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Man steuert dieses rote Teil und schießt dann aber aus der Ego-Perspektive. Das fand ich irgendwie sehr verwirrend. Aber das hat bestimmt einen ganz tiefgründigen Sinn. Hier dann Defender-Klon, der auch sogar versucht, diese Wahnsinns-Pixel-Explosion des Originals so ein bisschen nachzuahmen. Was natürlich nicht so ganz klappt, aber immerhin. Dieses Spiel hier fand ich sehr gelungen. Es gibt ja immer so auf dem System Spiele, die wie geschaffen für diese Konsole sind, die einfach auch irgendwie ein bisschen was Eigenes mitbringen und die einfach genau auf dieser Konsole so funktionieren. Zum Beispiel auf dem G7000 finde ich, ist das Killer Beast. Das ist einfach ein super Spiel, was es sonst nirgends gibt und oder weiß ich nicht, aber auf alle Fälle auf dieser Konsole funktioniert es sehr, sehr gut. Und das ist hier Spiders. Finde ich. Das macht einen ganz ordentlichen Eindruck. Erinnert natürlich so ein bisschen an Centipede, aber bringt auch so einiges Eigenes mit. Man muss also diese roten Nester pro Bildschirm eliminieren und ja, die Spinnennetze, die hindern einen da so ein bisschen dran, die überhaupt zu erreichen, schussmäßig. Und dann kommen immer diese Spinnen und wollen einen natürlich auch ans Leder. Und ja, jetzt habe ich also alle Nester geschafft und dann muss ich noch die Mutterspinne einmal abschießen und dann geht's los in den nächsten. Das finde ich also ganz witzig gemacht und ja, das funktioniert eben auf dieser Konsole hier ganz wunderbar. Ist ja immer so ein bisschen die Sache, wenn man irgendwelche Umsetzungen hat,
für die die Konsole eigentlich viel zu schwach ist. Das ist dann immer so, naja, kann vielleicht höchstens akzeptabel sein, aber ist ja häufig dann doch ein bisschen, man würde lieber das Original spielen. Und das hier würde ich so als Original gelten lassen, auch wenn es ein bisschen bei Centipede natürlich geklaut ist. Tja, mit diesen Bildern verabschiede ich mich dann für diese Folge. Zur Konsole ist soweit, glaube ich, erstmal alles gesagt, was mir zumindest einfiele. Fans der Konsole wissen sicherlich noch viele Details mehr, aber Leute, die die Konsole noch nicht kannten, haben jetzt zumindest einen kleinen Einblick. Falls ihr sowas noch bei den Eltern im Keller liegen habt oder auf dem Dachboden, kramt sie vielleicht einfach nochmal raus. Auf die Suche danach würde ich mich jetzt nicht unbedingt machen, aber wie gesagt, das ist sicherlich ein interessantes Sammlerobjekt, da man ja auch eine komplette Spielsammlung vielleicht hinbekommen könnte, ob der Zahl der Spiele. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Zocken, ob auf dieser Konsole oder auf einer anderen. Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Ne, ich wünsche viel Spaß beim Zocken, das muss reichen. Vielleicht guckt ihr das ja nachts. Also, tschüss.